Servus und willkommen zum Demo-Dienstag. Ich bin Marv und präsentiere euch hier jeden Dienstag eine neue Demo. Heute spielen wir A Virus Named Tom. You have to understand, everything was wonderful. I was creating the future. Metal dogs that didn't poop. I even cured walking. Then I invented Globotron, which would destroy anyone found walking. That's when it happened. Megatech. Crazy, they said. How is that even profitable, they said. And that's when they fired me. Me, Dr. X. Me, the inventor of their precious city. Their precious city. Well, I have one last invention for them. Oh, I know they'll love him. I call him Tom. Okay, also, er hat die Stadt gebaut, die Leute haben ihn rausgeworfen und dass er eine ganz mechanische Stadt ist, wird er sich jetzt mit einem Virus, der Tom heißt, rächen. Los geht's. So, das bin ich hier, der so ein bisschen rumfliegen kann. Wir fangen mal gleich oben an, Level 0. So, da sind wir auch schon mitten im Spiel. Wir können jetzt die kleine Figur jetzt hier bewegen und müssen jetzt hier irgendwie hin. Ne, so. Genau, mit gehaltener A-Taste können wir diesen Schlitz da drehen, um irgendwie den Virus zu verbreiten. Geht ganz einfach los, sind schon gleich im zweiten Level. Mal gucken, dass wir hier... So vielleicht? Nein. Aber so. So, zack, zack, zack. Dann müssen wir den nochmal drehen. Also es geht irre schnell, wie ihr seht. Vielleicht das nächste Level, da haben wir irgendwelche gegnerischen Drohnen, die sich uns in den Weg setzen hier. Wir müssen denen mal irgendwie ausweichen. Weiß gar nicht, wo muss ich denn jetzt hin? Bis nach da hinten. Ne, so und so. Okay, kann ich den irgendwie drehen? Der ist erledigt. Der ist erledigt. Der ist erledigt. Jetzt noch hier oben. So. Und den... Geschafft. Das geht irre schnell, wie ihr seht. Also ein Level nach dem anderen fliege ich hier sozusagen durch. So, neues Level, neues Glück. Die ganzen Gegner-Drohnen sind auch wieder unterwegs. So. Ob das so richtig ist, weiß ich nicht. Das werden wir schon noch sehen. Mal gucken, die dürfen uns nicht treffen. Wenn die uns treffen, bekommen wir weniger Lebenspunkte. Schauen wir mal, dass wir den so drehen. Was ist mit dem? Das hat ja irgendwie nichts gebracht. Das hat nichts gebracht. Wo können wir denn noch lang? Den können wir drehen. Den können wir drehen. Dann haben wir den angeschlossen. Können wir den drehen? Den können wir auch drehen. Okay. So, wie ist das? Also, solange jetzt alles leuchtet, ist es alles gut. Denn dann ist alles in Ordnung. So, jetzt haben wir nur noch den hier oben. Wie kriegen wir den denn jetzt noch angeschlossen? Vielleicht so? Nein. Nein, 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 so geht das nicht. Den drehen wir so, dann schließt er das alles an. Wenn wir den so drehen, sind die komplett nicht angeschlossen. Wie kann man das denn machen? Wie mache ich das jetzt am besten? So, wir haben nur noch einige Sekunden Zeit. Jetzt ist so ein bisschen Gehirnschmalz hier gefragt. So, und dann ist jetzt der da aktiviert. So, dann mal gucken. Der, aber so bringt das auch nichts. Wenn ich den jetzt so drehe, okay, dann habe ich den aktiviert und den. Und wenn ich den so drehe, passt's. Oh, wie geil. So, gleich mal ins nächste Level. Why wait? Teleport. Und mal schauen, wie wir uns teleportieren können. Da oben geht's los und wir starten sofort. Was habe ich denn hier? Okay.
Das passt. Wir sollen ein paar wichtige Positionen noch verändern. Ja, das bringt irgendwie nichts. Wie aktiviere ich die denn alle? Ich weiß ja nicht mal, was jetzt was ist. Das bringt also nichts. So. Warum geht denn das nicht? Aber den kann ich noch drehen. So. Und dann so. Hallo? Der bringt gar nichts? Doch. Ah, okay, das ist so eine Sackgasse. Das ist aber jetzt ganz schlecht. Da muss ich den nochmal drehen. Und zwar so. Und dich drehen wir so. Und hier passt. Nein, unten ist immer noch einer. So. Und so. Und nächstes Level. Gleich geht's weiter. Hier wissen wir wieder nicht, was was ist. Das ist natürlich auch irgendwie so ein Trick. Nee. Das bringt so nichts da oben. Aber wenn er dann... Wie sollte ich den sonst anders laufen lassen? Ich kann den hier so laufen lassen. So. Das passt. Aber ich kann die, kriege die da oben nicht verbunden, ne? Aber ich habe hier total viele, wie ihr seht, die schon aktiviert sind. Also ist es fast egal, wie ich das jetzt mache. Mal gucken. Okay, der ist aktiviert. Also das geht natürlich nicht. Versuchen wir den mal zu aktivieren. So, nein. Das ist doch alles irgendwie doof. Jetzt habe ich die aktiviert. Wie aktiviere ich ja jetzt die anderen? So. Okay. Aber da kommt gar kein Saft hin. Kein Saft! Also sind auf jeden Fall alles geraden. Mhm. Ich hätte mir gerne irgendwie eine Kurve oder so. So. So, jetzt sind nur noch die beiden hier oben. Achso, schau mal, die kann ich nämlich so drehen. Und jetzt den passt. Gleich weiter zum nächsten Level. So, oh, jetzt haben wir Gegner. Und diese blöden... Was ist das denn? Ach, schau mal, hier so. Das passt. Lassen wir die mal unten rumlaufen. Nee, das macht zu wenig Energie. So. Nee, das bringt auch nichts. So. Also der läuft da unten rum, der läuft da oben jetzt rum und dann kommt er da rein. Wie kann ich den denn jetzt... Schauen wir mal, was hier so ist. Da sind die. Also es ist genau so, wie ich es drehe. Geht genau einmal rum. Bei dem wahrscheinlich auch. Wie verbinde ich die jetzt, dass die alle irgendwie auf einmal Energie haben? Ich habe doch überhaupt keinen... Doch, da habe ich einen Splitter. Den brauchen wir auf jeden Fall. So, drehen wir den. Und den drehen wir nochmal. Jetzt sind die nämlich alle aktiviert. So, hier unten ist auch ein Splitter. Oh, okay, das hat geklappt. Und nein! Okay, ich starte mal hier unten. Okay, so. Passt. Gleich weiter zum nächsten Level. Alles klar, neues Level, neues Glück. Wir haben jetzt eine neue Fähigkeit und können jetzt hier nämlich irgendwelche solche Dinger da platzieren. Wenn die jetzt nämlich zusammen... Genau, wenn die jetzt zusammenfallen, dann gehen sie kaputt. So. Okay, wie komme ich denn da jetzt nach oben? Ich muss das direkt von oben nach unten machen. Der muss so sein. So. Vielleicht mache ich hier mal einen Glitch. Ah, wie ihr seht, da oben respawnen die gerade wieder. Nein! Hat er mich voll erwischt. Aber die habe ich erledigt. Da
Dann machen wir doch hier gleich nochmal einen hin. Dann stören sie mich nämlich weniger lang. Das kann ich hier nämlich ganz in aller Ruhe. So. 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 Das ist so ein schönes Puzzlespiel, muss ich schon sagen. Macht auf jeden Fall Spaß. Ist mal was anderes. Wir spielen ein Virus und das ist sogar wahnsinnig effektiv. So, jetzt sind es richtig viele hier. Also das Level sieht aber ganz offensichtlich ganz leicht aus. Oh nein! Ja, so viel dazu. Nein, meine Energie ist schlecht. Dann starten wir wohl nochmal neu. Nee, ich will es nicht skippen. Ich will es wieder versuchen. So, unsere Energie ist ganz, ganz schwach, wie ihr seht. Jetzt muss das hier alles relativ schnell funktionieren. Machen wir den dahin. Dadurch werden die jetzt nämlich alle so ein bisschen versetzt. Oh, bin ich hier beim Rot. Das sieht nicht gut aus. Ich blinke rot. So. Nein! Also jetzt wird es langsam hier echt schwierig. Ich bin eigentlich schon so gut wie tot. Das Level ist total leicht, wie ihr sehen könnt. Aber diese Drohnen sind richtig gemein. Die kommen da vor allem immer überall hin, wo sie nicht hin sollen. Und man ist wahnsinnig, man bewegt sich irre schnell. Aber gleich haben wir es geschafft. Und... ah, das Level hätte man besser abschließen können. Das ist mir schon klar. Nächstes Level. So, jetzt haben wir irgendwelche grünen Viecher, wo ich mir nicht sicher bin, was die jetzt wollen. So. Okay, oh, nicht. Also da ist ein Triggerpunkt und da läuft. So, damit ist die Demo sogar schon zu Ende. Schade, das ging sehr schnell, aber hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Auf einer Skala von 1 bis 10 würde ich im Spiel eine 8 geben. Ist auf jeden Fall ein interessantes Spielprinzip. Nein, kaufen wollen wir es jetzt nicht. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns auch beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Demo-Dienstag mit Marv. Bis dahin, Servus.